Willkommen hier zurück, wir jagen den Steinbruch in die Luft. Komm, komm! Duck dich doch! Ein Mann umzubringen. Persönlich geht es ja wohl kaum, du Schwanzlutscher. Gut. Hä, hey, wo ist der Rest? Sehe ich nicht. Komm. So. Los, genau. Komm. Das war's. Es ist aus. Der Opa ist ziemlich gut. Das würde ich dir nicht raten. Überraschung. Zack. Sieht ein bisschen böse aus, ein bisschen blutverschmiert. Aber es ist gut weggesteckt. Los, komm. Geht doch. Gut, eine neue. Na, von wegen. Doch. Natürlich, die tauschen wir auch. Hey! Die. Oh nö, das gibt's doch nicht. Egal, die hat 90 Schuss, die ist gut. Also jagen wir das nächste in die Luft. Ich hasse so einen Frosch im Hals, das habe ich oft. Gut. War's das? Ja, ich glaube schon. Los, komm. Da wollen wir lieber nicht hin. Kommt da noch mal ein Auto? Komm, wir gehen zu Fuß. Dann müssen wir da wohl noch mal rein. Hä? Verfickte Scheiße. Na, zufrieden? Alter, ich bin begeistert. Bring mich dahin, dann leiste ich einen finanziellen Beitrag zu deinem Vorhaben. Das Tor ist blockiert, aber ich wette, wir können durchbrechen. Was ist mit dem Bart? Der Tunnel. Ist deine Entscheidung. Ja, kriegen wir hin. Hä? Ach so, okay, gut. Jetzt habe ich schon gedacht, wir wären über irgendeine... Oha. Schnur gefahren. Wo legt der sich denn hin? Überraschung, Jungs. Das habe ich schon gedacht, wir wären über irgendeine Zündschnur gefahren und der Tunnel fliegt jetzt in die Luft. Oha, woher kommt denn die?
Kakerlake. König Kakerlake. Enzo, entspann dich, Junge. Die können dich noch nicht mal hören. Reißt ihnen die Augen aus. Na. Also, dann wollen wir mal. Weg von hier. Komm, ja, kein Unfall bauen, sonst war's das. Ich glaube, wir sollten auf die Straße zurückwechseln. Es kommt uns gesünder. Oder auch doch nicht. Fahren wir wieder zurück. Nicht, dass die uns noch im Kittel haben hier. Marcanos Männer. Komm, weg da, weg da, weg da. So ist brav. Gut, dann düsen wir halt quer durch die Stadt. Wo soll ich dich absetzen? Ich hab da so ein Mädel, Henrietta. Ist im Karussellhotel abgestiegen. Scharf wie eine Rasierklinge. Hab eine Notfalltasche bei ihr gelassen. Sollte alles Nötige drin sein, um klarzukommen. Na, dann bist du ja versorgt. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben... Das ist verdammtes Teufelswerk! Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, stimmt. Na. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben gesoffen, gefeiert, richtig auf den Putz gehauen. Das war 1942. Ah, scheiße! Scheiße, wo war ich? Ach ja. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben gesoffen, gefeiert, richtig auf den Putz gehauen. Das war 1943. Nein, 43. Das ist verdammtes Teufelswerk. Jetzt fängt doch nochmal an. Wo war ich? Ach ja. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben gesoffen, gefeiert, richtig auf den Puls gehauen. Das war 1943. 43. Er muss so alt gewesen sein wie du jetzt. Und die Kleine von deinem Alten fängt an rumzumachen. Aber sie hat ein Problem. Sammy ist bewusstlos. Wie gesagt, er war hackedicht. Aber die Kleine steht auf ihm. Also hat er erstmal einen Vertrauensbonus. Sie versucht's weiter. Haut ihm ein paar rein, macht ihn wach. Aber jedes Mal, wenn sie loslegt, kippt Sammy wieder um. Der arme Teufel wäre nicht wach geblieben, wenn's um sein Leben gegangen wäre. Schließlich hatte sie genug, stürmte raus und hörte nicht mehr auf zu fluchen. Und weißt du auch, wer die Frau war? Pearl? Meine Mutter. Himmel, Mann. Pearl ist erst 44 nach New Bordeaux gezogen. Ich zeig dir, wer das war. Ja, da vorne ist es gut. Ich wollte dir nochmal sagen, wie leid mir das mit Sammy und Alice tut. Weiß ich zu schätzen. Alte Freunde. Oder beziehungsweise neue Freunde. Schnapp dir Enzo Conti. Ein netter, sympathischer Mann. Ich glaube, das bleibt die Ausnahme. Dies ist unser erster Schritt, um Marcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Meine Jungs haben ein Geschäft da erobert. Und wir wissen schon, wie die Dinge in dem Bezirk liegen, wie die Leute da ticken. Wäre doch schade, das alles wegzuwerfen. Mein Gott, nun halt aber mal die Luft an. Meine Jungs saufen da unten nicht mit den Leuten rum oder machen einen auf Rassenkrieg. Sie scheffeln Geld. Für dich. Und nur das zählt. Also vergiss diesen Hippie-Scheiß und lass uns arbeiten. Als ihr irgendwann mit eurem dämlichen Schwanzvergleich fertig seid, wäre ich bereit, diesen Teil der Stadt zu übernehmen. Das Treffen. Du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt, aber nun musst du den Bezirk selber einem deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterboss, dem du den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Geschäfte.
Wenn du einen Unterboss einen Bezirk überlässt, schaltet das nicht nur mehr Gefallen und einen höheren Kickback frei, es steigert auch dessen Loyalität dir gegenüber. Deine Unterbossen können es dir übel nehmen, wenn sie keine Bezirke zugewiesen bekommen, was spät unangenehme Konsequenzen haben könnte. Aber wenn du wirklich das Maximum aus einem einzelnen Unterboss rausholen willst, musst du schwere Entscheidungen treffen. Lass mich nicht im Regen stehen, Junge. Burr kommt für die Kosten eines nächsten Anrufs bei seinen Verbündeten auf. Die Cops bestechen 2 Minuten entfernt blaue Verhandlungszone. Du musst alle Seiten betrachten. Der nächste Anruf bei Vitos Verbündeten geht aufs Haus. Betty findet Position der Gegner und sammelt sein Kickback. Zeig mir, dass es dir ernst ist mit unserer Zusammenarbeit. Bislang merke ich davon nämlich nichts. Willst du mich verarschen, ey? Ja, will sie. MN1 mit Dämpfer, wenige Kontrolle an den Pistolen, aber trotzdem eine gute Wahl an, also auf geräuschlose Feuergeschwindigkeit ankommt. Jo, Cassandra, du hast gewonnen. Dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. Ist doch nicht so schwer. Wenn du mir den Bezirk nicht geben willst, lass ihn nicht von mir erobern. Draußen auf der Straße tust du so, als wüsstest du zu schätzen, dass wir den Arsch für dich hinhalten. Aber hier drin ist dir auf einmal alles egal. Da schmeißt du alles einfach über Bord. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass unsere Leute alles zwischen dem Holle und hier koordinieren. Das war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauche. Die wollen mich wohl verarschen, oder? Ein Lincoln Clay lässt sie nicht verarschen. Von niemandem. Ist das klar? Ja, dachte ich mir auch. So ein Arsch. Sie hatten recht. Ich muss Schluss machen. Danke erstmal. Weit mein Teil, Donovan. Miss Lancaster hilft mir bei einer anderen Sache. Hat ihr Enzo einen Namen genannt? Ja, Remy Duvall. Er baut nicht nur das Casino, ihm gehört auch das Grundstück, wo es stehen soll. Remy Duvall? Der Vollidiot aus dem Radio? Ja, seine Familie lebt schon seit etlichen Generationen hier. Und er hält sich in großen Massen. Nach dem, was hier steht, leitet er nebenbei auch noch die Southern Union. Und die ist quasi das gleiche wie der verschissene Clan. Kurz bevor ich nach Nam bin, haben Pater James und ein paar andere dagegen protestiert, dass es in der Stadt keine schwarzen Cops gibt. Die Southern Union kam und hat jeden verdroschen, den sie in die Finger gekriegt haben. Am nächsten Tag haben sie dann Gott hasst Nigger auf die Fassade seiner Kirche gesprüht. Hätte Präsident Andrew Johnson die Verräter damals hinrichten lassen, dann gäb's das ganze Scheißproblem jetzt nicht. Enzo hat außerdem Olivia Marcano erwähnt. Olivia ist ein Sonderfall. Altes Südstaatengeld. Sie war mal mit Sals Bruder Lucho verheiratet, bis ihm einer die Kehle aufgeschlitzt hat. Und sie hat das Sagen in Frisco Fields? Ja, seit Lucho tot ist. Sie hat den Drogenhandel ausgebaut und ein PCP-Labor eingerichtet. Dort oben leben eine Menge Mafiosi. Wahrscheinlich hat sie dort sowas wie einen Treffpunkt. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmer. Ich wusste nicht, dass die Mafia weibliche Kapos hat. Sie ist da, um auf Duvall aufzupassen. So wie ich das kenne, hören Bonzenwichser nur auf andere Bonzenwichser. Wen schnappst du dir zuerst? Duvall. Auf seinem Land wird das Casino gebaut. Sein Tod macht dir da alles schön nervös. Willst du ihn rauslocken, indem du Olivias Geschäfte störst? Weißt du, ich kenne solche rassistischen Arschlöcher schon mein ganzes Leben. Wenn Schwarzer kommt und diesen weißen Pissern auf den Sack geht, das kann er niemals auf sich sitzen lassen. Der Mann ist zu stolz. Hey, der Bourbon war nicht billig. Viel Erfolg. Tja, für mich ist nichts teuer genug. Also gut. Wo gehen wir hin? Wieso müssen wir wieder so weit fahren? Was ist das? Ist doch kacke. Also, gucken wir mal. Ziele, was gibt's zu tun? Kommen wir mal an die Verpressung fertig. Erpressung. Verpressung. Das ist ja... Also, Ziele, Erpressung, zack.
Okay, finde und verfolge die Geldeintreiber. Ich hätte gerne ein Auto. Jetzt. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ja, wo bist denn du? Warum brauchst du so lang? Meine Fresse. Hä? Ach, da. Einmal Auto, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Gut, Gefallen verlieren. Wenn du einem deiner Unterbosse einen Bezirk zuweist, übernimmt er die Kontrolle über die dortigen Geschäfte. Wenn sie bisher einem anderen Boss zugewiesen waren und dieser dir bislang Gefälligkeiten wie Dienste und Verbesserungen... Scheiße. Nun, da Enzo Conti die Fliege gemacht hat, kannst du dich auf dem Weg nach Frisco Fields machen und dich um Sales Capo Olivia Marcano kümmern. Olivia ist eher ein notwendiges Übel als ein geschätztes Familienmitglied. Frisco ist die Heimat für sie und Sal. Seine Mobfreunde, wenn du sie zuerst erledigst, triffst du die Elite von New Bordeaux da, wo es wirklich wehtut. Toll. Das war's jetzt mit unserer Spezialmission. Ich verstehe es nicht. Wieso kam diese Nachricht erst so spät? Jetzt haben wir uns irgendwie etwas ausgewählt und wir haben das Ganze verloren. Und jetzt machen wir ja anscheinend mit der Story weiter. Na gut, ich muss das jetzt hier eh schnell fertig bringen. Aufgrund anderer Projekte. Mein Projektkalender ist ziemlich voll. Waren wir da erst nicht gerade eben? Ich glaube, dass sie haben sie von Watch Dogs geklaut. Oh, es ist dann Zeit für einen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.